So, wir kommen zurück zu. None could say what damage Kelvin's spirit would do if it was unleashed upon the Dale. And so we delved into Kelvin's tomb ourselves, seeking out Utar so that we could put a stop to this madness. But none of us were prepared for what we found there waiting in the dark. Who knew the call of the Shard was so strong? Ach so, warte mal. Ja. Ich habe ganz vergessen, meine Ausrüstung und so weiter anzugucken. Ich finde es geil, wie dieses Spiel gerade schon sagt, wir können den 4. Schwierigkeitsgrad machen. Ja. Kannst ja trotzdem schon gucken. Macht ja nichts. Gut. Jetzt kommt das Bosslevel. Grüße an alle, die Kelvin heißen. Kelvin heißen heutzutage, glaube ich, keiner mehr an Kelvin. Kelvin. Also gerade die Leute vielleicht, die Kelvin heißen. Nein, aber ich glaube, dass es das selten gibt. Also wenn, das würde mich wundern. Wenn jemand Kelvin heißt, der kann das gar nicht schreiben. Das ist persönlich gemeint gewesen. Kennt man nur so. Hä? Kennt man nur nicht so. Also Fantasy-Name. Das ist doch kein Fantasy-Name. Kennst du nicht die Prank Bros? Heißt da einer Kelvin oder was? Ja, Marvin und Kelvin heißen die. Jetzt weiß ich schon nicht, wie die heißen. Fantasy-Name. Ciao, Alter. Bei mir war das übrigens oben, während du weggesprungen bist. Das sah sehr seltsam aus. Also müsste ich den Tod schießen. Hey! 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 Ja, ich glaub's auch, weißt du? Ja, mach doch Level 4, 2300, easy. Ich hab Level 2 nicht mal gescheit überlebt. Konnte ich mal einen Trank trinken, weil ich in dem Scheiß Effekt von dem bin. Pixel. Ah ja. Okay. Noch Maul gelegt. Blöder Goblin. Soll man hier? Gold sammeln. Boah, hat sich gelohnt. Oh. Okay, whatever we kill next, I'm taking their butt. Both a shock. Always figured you for it. Hä? So, das ist das Zeichenspiel. Brauchen wir ein Dreieck? Ja, brauchen wir. Hallo. Danke. Moin. War mal simpel. Wow. So ein Rotz. Hätte man Ausrüstungsgegenstand. Gell. Hey! Was denn das hier? Hey. Achso, da kommen wir her. Scheiße. Super. Hey, also. You fell to your death. Ey, ich racker dich auf, du musst gleich weh hämmern, wenn du interpretierst. Haha! Ja, ey, schießen ab, ich steht da einfach. Super, ganz tolles Spiel. Ich lieg schon wieder auf dem Boden. Mann, macht dir Spiel Spaß. Granaten sind so OP. Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad 2 und bin einfach weggemetzelt, Alter. Das ist beschissen. Natürlich nicht im Eis, ist doch nix. Ja. We worked hard to take Utar's offer. You mean the part where he threatened to bury? Geiler Visual Bug. Hä? Ah, hier ist ein geiler Visual Bug. Die Textur geht einfach mit in die Wand runter. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Sieht sehr hässlich aus. Als ob. Wow! Wow, ey, das Level lohnt sich bis jetzt null. Null Waffen, Alter. Null Waffen. Null Rüstung. Immer nur Tränke, Gold, Tränke, Gold. Da noch nicht abspringen. Da ist nix. Über diese Projekte, wo wir einfach irgendwann anfangen, so gibt es sehr weniger, aber wo wir irgendwann anfangen, frisch retarded zu werden. Aber nichts klappt mehr. Oh Mann. Ja, komm, müssen wir jetzt bei dir laufen wir vorbei. Loopen uns einfach durch, töten nur das, was wir brauchen. Oh, wie ich unsichtbare Wände liebe, Spiel. Vor allem... Ich vergiss es einfach. Weißt du, man soll es jetzt zerstören können, ne? Ich bin eine Fernkämpferin, ich schieß gegen... Ich fliege gegen unsichtbare Wandpfeile. Oh. Aber wenn man hinläuft, geht's. Also... Also entweder kommt sie ja nicht raus, oder was sie ja rauskommt, ist so halb fertig. Genau wie letztes Jahr auch schon. Also du kannst so viel auf Corona schieben, wie du willst, aber dass die Spiele nur halb fertig wirken, das kannst du nicht auf Corona schieben, ey. Also... Vor allem nach über einem Jahr oder Laufe der Zeit muss man sich doch langsam mit ihm abgefunden haben. Und das irgendwie managen auf zu Hause aus. Können wir jetzt den Kelvin da? Nein, das ist Trono, das ist Kelvins Sohn. Entschuldigung, dass die alle gleich aussehen. Aber du hast recht, sehen alle gleich aus, weil sie selbe Charaktermodell ist. Ist ja noch irgendwas Interessantes außer den Typen. Ja, 5 Gold. Ja, jetzt haben wir noch viel. Was haben wir uns denn mehr gewünscht? Genial! Ja, ich bin tot. So, körperliche Resistenz, viel Spaß. Hier sind jetzt seine Curly Fries. Curly Fries sind geil. Das heißt, die normalen Pommes. Schön mit heller Gewürzketchup. Beste. Ach, ich komme mir vor wie so ein Blutschützer. Vergaß wieder an einem. Oh, ich bin gedodged, aber gleichzeitig auch nicht. Ey, ich hau dich jetzt kaputt mit meinen fucking Fäusten, Alter. Oh, der Helm lässt der fallen. So einem random Geist kriege ich einen goldenen. We should not have put faith in this puny shaman. I did not see Morax break down the door to this tomb. And you think Kelvin? Nein! This fool's magic. Ja, das ist schon wieder. Kelvin the Great, the mighty Jarl, Keeper of the Horn and Slayer of the Doomfall. The last true king of the Utar. Our enemies approach. Enough of your magic. No! The seals contain the spirit of Kelvin! They must be unwoven! Ah! Your blood will grease the lock! Da ging auch das ganze Geld rein. Okay, der hat jetzt die Stärke von 5 von denen, okay? Das ist ja nicht mal er, der Kelvin. Ja. Er selber und dann hat er noch 4 von sich eingezogen. Also und dann ist er noch Kelvin, also stark. Ja, gut. Also, GG, das war's. War schön mit dir. Warte mal ganz kurz, ja? Ich bombe den jetzt aber 100 Mal. Dann warten wir halt 20, 30 Minuten, bis ich ihn getötet habe, aber er bewegt sich keinen Zentimeter. Das will doch so gut wie kein Leben. Ja, eben. Weil der auch nur noch, deswegen meine ich ja, wir müssten dann hier eine halbe Stunde stehen, wenn er nicht kommen würde. Weil man die Pfeile auf Entfernung keinen Schaden machen, obwohl es Pfeile sind! Ja, so war das damals im Mittelalter. Da hat man als Bogenschütze zwar dann in den Nahkampf gegangen, weil die Feinde mehr Schaden angerichtet haben. Deswegen hat man ja auch Bogen benutzt statt ein Schwert, weil man in den Nahkampf gegangen ist. Also ganz ehrlich, Entwickler, wenn ihr zu faul seid, einen gescheiten Fernkampfcharakter einzubauen, dann warum baut ihr überhaupt einen Fernkampfcharakter ein? Dann hättet ihr auch einfach Kette weglassen können, statt diesen komischen Hobbit-Schurken einsetzen können. Noch als Nahkämpfer, dann hättet ihr keine Probleme gehabt, aber so musstet ihr das Pseudo-Fernkampfsystem einbauen, was einfach keins ist. Ich mache als Category wahrscheinlich, wenn ich in den Nahkampf gehen würde, also das habe ich schon öfter gemerkt, mehr Schaden als im Fernkampf. Das darf ja eigentlich nicht sein. Als Fernkämpferin. Ah, geil! Jetzt steht aber die Tüte mit der Gegend herum, statt zu sterben. Das ist jetzt aus wie ein Hochelbe. Ja. Du und dann her, was der Ringe. Ach ja. Da knie ich am besten hin. Well, das hat weh. Die nicht getroffen haben. Eine kleine Hitbox haben diese Kackgranaten. Ne? Wenn der zweite Phase hat, flippe ich aus. Manchmal der Crits machen halt 2000 Schaden fast. Aber trotzdem zieht es ihn kaum immer von seinem Leist was ab. Jetzt? Oh, das war das Schaden. Das hat man doch gemerkt oben. Hab ich mir erschossen, so. Das war das Phase. Doch nicht. Ja, die Movies und der Soundtrack. Das ist das einzig Gute. Tja. Was denn? Oh, Mann, ein Talentpunkt, wir haben Level Up. Yeah. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wow, a Drow in Icewind Dale. Canary, my good friend Riggs, tell me all about you. Ach ja. Ja, alles Schrott. Den Schrott könnt ihr behalten. What can I help you with? Mit nix, was mir nur dieselben Sprüche drauf. Blöder Typ. Gut Leute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.